Hallo zusammen und heute habe ich wieder ein Gift bekommen und zwar habe ich da eine 1180 A1 von Freestyle-18. Ich hoffe, du hast noch kein Review davon. LG Freestyle 1180 A1 hat er mir gegiftet. Ja, ich mache den Review über die Mod-Camo. Dann habe ich noch eine AK-47 bekommen von Esels Töter. Ein Review zur Waffe wäre nett, wenn du willst, sagt er. Mache ich noch. Dann habe ich noch eine M69 HE Frag von Skater B. 3 habe keine nichts mehr. Trotzdem danke dafür. Ja, dann sehen wir uns gleich im Game mit dem Review. Bis wieder rum und heute habe ich einen neuen Review für euch und zwar über die 1180 H1 Mod Camo, die man aus der Mist N Palika sonstigen NX Boxen bekommen kann. Und das ist die NX Rare und daher ist er auch in einigen Dingen überlegen, im Gegensatz zur GP-Version. Und zwar fangen wir mal an. Die 1180 A1 Mod Camo hat schon ein vorher angebrachtes Scope. Das ist, glaube ich, das einzigste, was keine andere Waffe hat. Es ist ein sehr komisches Scope und zwar hat es so eine Art Kreuzform. Das lässt sich eigentlich gut spielen, aber man muss immer in der Mitte des Punktes, nicht wenn man denkt, dass der obere Punkt des Kreuzes trifft. Darum ist es auch ein bisschen schwer zu handeln mit der Waffe. Aber das Scope an sich ist ganz gut zu spielen. Die Mod Camo hat natürlich ein Camo Design. Das sieht auch viel geiler aus als bei der normalen GP Version. Und ja, die Munition beträgt wie immer meistens bei den Assault Rifles 30-90. Ich habe ein Extended dran. Das empfiehlt sich auch bei der Waffe, da man, wenn man im Dauerfeuer geht im Nahkampf, man auf jeden Fall viel Munition braucht. Auch wenn die Waffe eher nur so Lack-Header gibt, anstatt dass man präzise Tap-Fire-Schüsse gibt. Da das Scope eher nur auf Medium-Range sich empfiehlt. Die 1180 A1 Mod Camo besitzt einen Automatik- und einen Burst-Modus. Der Burst-Modus lohnt sich schon, da man dadurch sowieso 3 Schüsse abfeuert und die präzise treffen. Trotzdem empfiehlt es sich eher zu Tapfeiern, da das Scope halt da gut mithält. Ja, jetzt noch die anderen Modifications der Waffe. Und zwar lässt sich noch einen Schalldämpfer dran bauen. Bei der Waffe lohnt sich das gar nicht. Ich bin sowieso immer gegen Schalldämpfer, die lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Von dem her würde ich die Waffe nur einen Extended dran bauen oder gar keins. Für die, die eher nur Tapfeiern und daher nicht im Nahkampf noch Magazin brauchen. Die 1180 A1 Mod Camo ähnelt sehr, sehr stark der AUK1 und G36E, nämlich in den Stats. Und auch so ist sie auch ein 3- bis 4-Kill meistens. Aber sehr oft sogar ein 3-Kill aufgrund des Damage, wie ich gleich noch dazu kommen werde. Die 1180 A1 Mod Camo ist um einiges überlegen im Gegensatz zur DP-Waffe, da sie halt ein X-Ray ist. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Stats der Waffe und zwar hat die 1180 A1 Mod Camo ein Damage von 44 Punkten. Wie gesagt, ein guter 3-Kill. Auf Long Range wird es natürlich ein 5 bis 6-Kill, da der Damage-Verlust ja sehr hoch ist. Die Portability ist 55 Punkte, das ist aber ziemlich schwer für so eine Assault Rifle. Aber mit der CQB vergleicht, die hat einiges mehr Punkte, ich glaube 66. Und da sieht man schon, die Waffe ist ziemlich schwer und daher lohnt es sich eher mit der Pistole oder mit dem Messer zu rennen. Die Rate of Fire beträgt wie bei meist allen Assault Rifles 74 Punkte, das ist genau der Durchschnitt. Wenn die Fire Rate höher wäre, würden die Schüsse auch nicht mehr so gut treffen, wenn man Tap Fire. Daher ist die Rate of Fire perfekt für die Waffe. Die Accuracy beträgt 85 Punkte. Die liegt etwas unter der G36E, trifft aber trotzdem noch gut. Da das Scope halt sehr gut reinzoomt und mal dadurch. Am Anfang habe ich auch den ersten Kill auch sehr gut getapfert. Das liegt einfach nur an dem Scope und der Genauigkeit. Der Recoil beträgt 65 Punkte. Wenn man jetzt nicht im Scope Dauerfeuer geht, dann kann man ihn noch gut handeln, weil
Dauerfeuer würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, wenn Scope da dann die Waffe komplett verzieht. Ja, jetzt vergleiche ich sie noch mit der GP-Version. Und zwar hat die GP-Version einen Damage-Punkt weniger, was nicht so schlimm ist. Dafür aber hat die GP-Version einen großen Nachteil, sie hat keinen Scope. Es lässt sich auch keins dran bauen. Und der Recoil ist um 3 Punkte höher, das heißt, da man ja kein Scope hat, muss man die ganze Zeit sozusagen Dauerfeuer gehen. Man kann Tapfeuer versuchen, auch ohne Scope, aber die GP-Version lohnt sich nicht wirklich zu kaufen. Was beeindruckend an der L5-1 Modcamo ist, ist nämlich der Recoil. Das ist einer der schnellsten von allen Assault Rifles. Die Waffe lädt sehr, sehr schnell nach. Daher lohnt sich es auch, ein Magazin dran zu bauen. Da das eigentlich keinen richtigen Zeitfluss gibt und man trotzdem schnell wieder zum Schuss kommt. Daher empfiehlt sich die L5-1 auch immer wieder nachzuladen, da man halt schnell wieder fertig ist und wieder schießen kann. Die Beliebtheit der Waffe, ja, die liegt sehr, sehr gering, da die Waffe halt entweder die GP-Version ab einem hohen Rang erst zu bekommen ist, ich glaube erster Leutnant 3, 2, müsste so in etwa liegen. Und ja, die GP-Version möchte ja fast keiner haben aufgrund dieser Sachen. Und die NX-Rare-Version bekommt man nicht so oft, da sie halt selten aus Cases gezogen wird. Von dem her empfiehlt sich, wenn schon, die NX-Version. Die Streuung der Waffe ist gerade perfekt, um gute Kills auf Medium Range zu bekommen. Da, wenn man Tap feiert, so gut wie jeden Schuss trifft. Das sieht man eventuell auch im Review. Aber auf Long Range sollte man doch lieber die Sniper nehmen, da die Waffe halt dann aufgrund der nur 85 Punkte, nicht so wie die G36E, so genau trifft und daher mehr Verzug bekommt und der Damage-Verlust sehr, sehr hoch gewährt. Im Nahkampf empfiehlt sich die Waffe schon aufgrund ihres hohen Damages. Man hat auch viele Header, dadurch, dass die Waffe ziemlich stark nach oben zieht. Und empfehlenswert ist sie auf jeden Fall für große Maps, wie zum Beispiel Snow Valley. Also jetzt nicht zum Beispiel Junkie nehmen, da die halt viel zu klein sind. Und die Waffe dadurch nur pre-fired und man lieber so eine SMG nehmen sollte. Ich empfehle all denen, die die Waffe aus einer müsste entziehen, sie zu verlängern. Die GP-Version empfehle ich nämlich gar nicht, da sie halt kein Scope hat. Ja, wenn nicht, dann lohnt sich auch die normale NX-Version, da sie den Damage hat und auch einen Scope. Und von dem her ist die Waffe eine Allzweckwaffe, nur halt nicht so präzise, da man keinen richtigen Dauerfeuer machen kann. Das war es jetzt wieder von meiner Seite. Ich hoffe, der Review hat euch gefallen. Schreibt mir Kommentare und wenn ihr eine Waffe reviewt haben wollt, giftet sie mir und das war's. Bis zum nächsten Review.